Moin, moin, meine lieben Freunde. Ich bin wieder da. Und das ist der zweite Teil von Alltag in Liga 1. Hier sehen wir schon unser Team im Tor. Thiago Alves in Form. In der Innenverteidigung Miranda und Felipe Santana. Die Außenverteidiger sind Williams und der starke Dani Alves. Im Mittelfeld haben wir Alex Teixeira in Form, Ramirez und die Legende Kaká. Den Angriff bilden zwei Five-Star-Skiller Depay und Douglas Costa und Willian. Insgesamt ein sehr solides Team. Und hier ist das Team von unserem Gegner, Team Pauli. Im Angriff haben wir Ronaldo Man of the Match, Messi in Form und Robben Sört in Form. Im Mittelfeld Suarez Man of the Match, De Bruyne Man of the Match und Kroos. In der Abwehr auch noch Totti Lahm. Dieses Team kostet auf der PS4 ganze 40 Millionen. Und wer die letzte Episode verpasst hat, der sollte unbedingt mal reinschauen. Denn da hat Suarez richtig rasiert. Suarez. Übrigens, in unserem Fanshop gibt es jetzt die Ich-Chille-Brille im Angebot. Der Link ist natürlich wie immer nicht in der Beschreibung. Der Gegner geht jetzt schon ins Pausenmenü und überlegt, ob er Rage quitten soll, als er den FIFA-Endgegner gesehen hat. Am Ende entschied er sich dafür, weiterzuspielen. Wir spielen in den blauen Brasilien-Trikots und er in einfach nur kackgrünen Trikots. Der Gegner jetzt mit dem ersten Angriff. Marcelo hat den Ball und er schlägt ihn zu Messi. Er vorm Tor und er wird gestoppt von Miranda. Solide Aktion. Jetzt über Ronaldo. Und was macht er? Er versucht Messi zu schicken. Messi. Und Miranda klärt das Ding. Jetzt die Ecke des Gegners. Die wird kurz ausgeführt. Was tut er? Er zieht rein. Und was macht er? Er wird gestoppt. Suarez jetzt am Ball. Er spielt zu Ronaldo. Und er kann jetzt laufen. Und er läuft. Und er läuft immer weiter. Er will es jetzt aber wissen. Und was macht er? Er versucht es allein zu machen. Aber Williams hat was dagegen. Ganz starke Aktion von Williams. Das gibt einen Eckball für den Gegner. Der wird wieder kurz ausgeführt. Was tut der Gegner? Was macht er? Er flankt rein und ja, nicht mit Thiago Alves. Sehr solide Aktion. Abschluss auf Willian und er hat jetzt Platz. Und er nutzt jetzt seine Schnelligkeit und geht an zwei Abwehrspielern vorbei. Und er legt es rüber auf Douglas Costa. Er umkurvt jetzt Lahm und setzt sich durch. Und der Schuss auf Neuer, aber er kann parieren. Jetzt Kaká am Ball, Doppelpass mit Dani Alves. Er legt rüber auf Douglas Costa, er wieder zu Kaká. Und das muss das Tor doch eigentlich sein, auch nicht mit Neuer. Kaká, das war ziemlich kacke. Jetzt der Gegner am Ball, De Bruyne auf Kroos und er leitet weiter auf Ronaldo. Und solide Aktion von Thiago Alves. Jetzt hier Ramirez auf Teixeira und er mit einem Abschluss nicht während Neuer Schicht. Nächste Aktion von uns, Douglas Costa auf Depay, er wird geschickt und er ist jetzt allein vorm Tor, kann es machen, nein, Weltklasse, Parade von Manuel Neuer. So, jetzt Eckball für uns und er wird ausgeführt, kurz auf Willian, er mit einem Schussantäuscher, jetzt mit der Ballrolle, und er wird eingespielt, aber er wird geklärt, nein, doch nicht, er kommt zurück auf Ramirez und er trifft die Latte. Jetzt wieder nochmal die Chance, aber nein, da wurde unser Feldspieler abgeräumt. Jetzt der Abstoß und Boateng rutscht weg. Depay. Goal! Das war das wichtige 1:0, noch vor der Halbzeitpause von Depay. Unten links ins Eck. Kann der Gegner nochmal kommen? Suarez setzt sich da durch. Auf Messi. Messi vielleicht nochmal mit der Chance vor der Pause. Kommt zum Abschluss, aber Thiago Alves kann parieren. Und das Ding wird sicher rausgespielt. Und kurz darauf der Abpfiff. Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Jetzt haben sie doch tatsächlich kurz vor dem Ende noch ein Tor gemacht. Das beflügelt sie. Ja, und das die Statistiken sprechen klar für uns. Wir sind sehr überlegen und führen verdient 1:0.
Schiedsrichter kommt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Kaka auf Dani Alves. Der schickt Willian. Der läuft über außen. Passt rein zu Kaka. Der geht vorbei. Kommt zum Abschluss, aber trifft seinen eigenen Spieler. Sehr, sehr schade. Jetzt mal unser Gegner, Robben, mit dem langen Pass auf Ronaldo. Der nimmt ihn schön mit, aber Diego Alves ist dazwischen. Und sofort der Abstoß auf Willian. Ramirez, Douglas Costa, der schickt Kaka. Kaka mit einem Berberspin. Noch ein Berberspin, Abschluss und Neuer kann wieder halten. Oh mein Gott. Nächste Möglichkeit, Alex Teixeira, Schussantäuscher, sieht rein, Berberspin, geht an beiden Innenverteidigern vorbei, kommt zum Schuss, aber zu unplatziert. Sehr, sehr schade. Wir drücken jetzt Alex Teixeira auf Depay. Immer noch die Pay. Neuer kann wieder parieren. Die uneinholbare Führung gewesen. Und es war natürlich eine hundertprozentige Chance. Ramirez auf Kaka. Der weiter auf Willian. Der mit dem Schussantäuscher. Immer noch Willian. Alaba kann ihn nicht richtig aufhalten. Und der Ball kullert ins Tor. So, der Gegner geht jetzt ins Pausenmenü. Was hat er vor? Und er quittet. Ja, genau, er quittet. So, Leute, das war es leider mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und abonniert mich, wenn ihr auf den neuesten Stand der Dinge sein wollt. Bei ganzen 1000 Likes gibt's ein Martin Stranzi Giveaway. Ich bin da mal weg.